Frage, oder? Don't be shy, just ask. So, und jetzt bekommt ihr erstmal eine kleine Tour von meinem Haus. Wie gesagt, mein Haus ist klein. Meine Vögel sind mit mir. Und ja, dann kommt mal mit. Also, hier ist meine kleine Küche. Hi, Zero. Milo, was machst du? Waschzimmer. Hallo, mein Schatz. Nichts kaputt beißen, bitte. Okay. Mein Esszimmer. Mein Wohnzimmer. Und da ist die Olivia. Hallo. Ja. Dann ist hier mein Gang. So, dann ist hier normalerweise ein Gästezimmer. Das ist das Bad. Dann ist hier mein Schlafzimmer. Und hier ist das Vogelzimmer. Wie ihr seht, nicht sehr groß, aber es ist halt das, was ich machen musste. Das ist der Olivia, ihren Käfig. Und diesen Käfig teilt sich der Zero mit dem Milo. Und wenn ich dann irgendwann genug Geld habe, kann ich hier noch einen Käfig hinstellen. Wahrscheinlich für die Olivia. Und der Milo kann dann diesen haben. Aber ich habe meine Vögel sehr viel draußen. Also macht euch keine Sorgen. Sie sind immer unterhalten. Und irgendwann werde ich dann hier... Jetzt wird es langsam kalt. Moment, jetzt gehe ich kurz raus. 2 Sekunden nicht aufgepasst und schon hat er sich den Kochlöffel geschnappt und in kleine Streichhölzer zersetzt. Naja. Das ist wie ein kleines Kind, da muss man immer aufpassen. Was hast du denn gefressen? Dein ganzer Schnabel ist voll mit Kartoffeln. Hast du Kartoffeln geklaut? Schatzi. Da kommt das Zero. Hi. Ja. So, also jetzt gehe ich erstmal raus. Und zwar habe ich hier so ein Vorzimmer, das im Sommer sehr schön ist. Das hat natürlich so ein Netz, da können die Vögel rumsitzen und rumfliegen. Ich habe hier die Bäume aufgestellt, weil Zero und Milo können ja nicht fliegen. Nicht, weil die Flügel gestützt sind, sondern weil sie es einfach nicht können. Das habe ich in anderen Videos schon erklärt. Und da ist dieser Baum, von dem ich erzählt habe. Da möchte ich vielleicht im Frühjahr eine Voliere bauen, um den Baum rum. Das weiß ich noch nicht genau. Ja, und dann habe ich einen Garten. Mein Garten. Genau. Mein Nachbarhund. Sehr schön. Und da habe ich nochmal ein Bonuszimmer hier draußen. Ja. So, was hält ihr von meinem kleinen Reich? Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn nicht, naja, es ist ja mein Haus. Hm? Sehr schön. Okay. Olivia. Hallo, Kuckuck. Kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Ja, komm hier. Komm hier. Ja, Baby. Sagst du Tschüss? Ja? Hallo. Hi, guys. Olivia. Jealous dog.
Milo, what are you doing? What are you doing? Hi, buddy. Hi, buddy. Oh, beautiful. Also mit dem Zero muss ich den Handschuh anziehen, weil seine Krallen mir unheimlich in den Arm reinbeißen. Und er immer noch ab und zu. So ist das, wenn mein Mann einen Kakatur hat. Die sind laut. Und ab und zu nippt er mich schon immer noch mal und deshalb habe ich den Handschuh an. Aber es wird alles besser. Es wird alles besser. Whee! Zero, ja. Okay, ihr Lieben, falls euch mein kleines Videochen hier gefallen hat, bitte subscribe drücken oder die kleine Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.